Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Teenager Forever Box von Reezy. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Teenager Forever von Reezy. So sieht das Ganze aus. Wir machen mal die Folie ab und schauen uns das Ganze dann im Detail an. So, einmal die Folie einschneiden, dann kann man das hier wunderbar abziehen. So, was man gleich mal sagen kann, vom Format her ist die Box sehr ungewöhnlich, denn sie ist doch etwas flacher als die meisten Boxen und auch ziemlich leicht. Also der Inhalt ist jetzt nicht wirklich schwer. Von der Farbgestaltung das Ganze in so einem lila, blau, rosa Verlauf. Also eine sehr farbenfrohe Box. Gefällt mir schon mal gut. Hier oben rechts haben wir dann einen gelben Blitz oder so ein, ist die Frage, so ein Stoffband, das hier vom Wind getragen wird. Dann links eine Fledermaus, die irgendwie ein bisschen so aussieht, als wäre sie aus Schokolade, weil sie so glänzt. Dann noch eine weitere Fledermaus. Viele, viele Totenköpfe. Eine Spinne, die hier runterhängt. Und in der Mitte haben wir dieses kleine Männchen hier komplett in weiß mit weißen Nike-Schuhen, ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir hier noch einen Bogen, sieht nach Liebespfeilen aus, also so Armor-mäßig. Dann haben wir noch hier eine Halskette, Flügel dürfen natürlich auch nicht fehlen, einen Heiligenschein und dann dieses wunderbare Gesicht. Ja, von der Haarpracht muss ich ehrlich sagen, erinnert es mich etwas an den kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Ja, und was man hier noch im Licht erkennen kann, dass sowohl die Flügel, also auch einzelne Elemente hier der Figur, Totenköpfe und auch die Fledermäuse hier so eine Glanzoptik haben. Also der Rest ist hier so matt, wenn man das sehen kann, jawohl. Und hier diese Elemente glänzen. Gut, von unten sieht das so aus. Rechts zieht sich das Ganze weiter. Hier lesen wir dann unten auch noch Reezy, auch in dieser Glanzschrift. Links ebenso das Ganze weitergeführt. Oben Himmelverlauf plus Wolken. Und auf der Rückseite sehen wir das Ganze von hinten. Okay, dann haben wir hier noch die Credits. Das Ganze eben über 4Music und 2Sides erschienen. 2Sides, das Label von Reezy. Und darunter haben wir natürlich noch einen Barcode. Okay, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ist abnehmbar, also keine Klappbox, wenn man es hinbekommt, ja. So sieht das Ganze dann aus. Von innen weiß. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal, das dürfte wohl ein Bandana sein, ein Halstuch. Dann haben wir hier Patches. Das Album an sich und hier so eine kleine Schlüsseltasche. Drip Set wurde das Ganze genannt, also nicht regulär Box, sondern wirklich Drip Set, so mehr oder weniger Bundle, aber in Boxform. Auch von unten glatt weiß die Box. Und dann kommen wir mal zum Inhalt. Nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, ist die Frage. Na gut, das kann man einfach so öffnen. So, dann haben wir das Album nicht eingeschweißt und die Patches. Sehr gut. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das sieht so aus. Cover ident, wie auch schon von der Box. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Und auch dieses Cover wieder sehr farbenfroh, sehr schöne, helle Farben. Reezy Teenager Forever lesen wir hier in so einer verspielten Schrift. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 13 Tracks. Und wir haben Features von Young Horn, Bowser, Nash und Enno. Also sehr unterschiedliche Feature-Gäste hier mit drauf. Oben links gibt es wieder den Barcode, unten die Credits.
Es ist das Debütalbum von Reezy, nachdem es ja bereits Mixtapes gab, unter anderem ja, wie hießen sie, Feuer-Emoji und Wasser-Emoji, ist das jetzt das erste Soloalbum. Dann werfen wir mal einen Blick ins Booklet. Wir haben hier auf der ersten Seite einmal die Info, wer hat produziert, also hier die einzelnen Tracks mit Feature-Partnern und natürlich den Produzenten angeführt. Reezy ja nicht nur als Rapper tätig, sondern hauptsächlich auch als Produzent in Erscheinung getreten. Das sehen wir auch hier an der Tracklist. Dann haben wir hier den guten Mann abgebildet. Jawohl. Und weil wir gerade das hier sehen, es kann gut sein, also ich bin mir nicht sicher, aber dass vielleicht auch hier, beziehungsweise ich glaube, jetzt erkenne ich sogar, das dürfte, wenn man so sieht, man sieht hier nämlich so ein ganz kleines rotes Element daneben Silber. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist das so ein ganz reguläres Big-Feuerzeug, in diesem Fall in grün. Also, jetzt habe ich auch dieses Rätsel hier gelöst für mich. Dürfte hier ein Big-Feuerzeug um den Hals gehängt haben. In diesem Fall natürlich kein Feuer. Doch, das ist auch ein Feuerzeug. Jetzt sieht man es, weil es unten raus sieht. Allerdings hier in so einem Etui, in so einer Hülle mit Hahnentrittmuster. Sehr interessant. Okay, also, wenn ihr da mehr darüber wisst, warum das Feuerzeug um den Hals getragen wird, wahrscheinlich, dass es immer am Start ist, um irgendwelche Sachen zu entzünden. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was es damit auf sich hat. Dann haben wir Reezy nochmals abgebildet in dieser lila Optik. Dann hier einzelne Zitate. So sieht das aus. Danke. Ja, das ist so ziemlich mal die kompakteste Danksagung, die ich hier in einem Booklet vorgefunden habe. Gerne. Immer wieder gerne. Hier noch eine Abbildung und zum Abschluss nochmal Teenager Forever mit dieser wunderbaren Wolkenkonstellation. Das Album bzw. die CD an sich sieht dann so aus. Auch hier hat man dann wieder das Cover draufgepackt, allerdings hier eben das Gesicht dieser kleinen Figur ausgespart. Hat hier ein Loch im Kopf. Und was haben wir hier? Ich höre Ready to Die auf CD, doch hab Angst vorm Tod, ich will noch nicht gehen. Ja, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Wer will das schon? Soweit zur CD. Dann haben wir dieses Tuch hier mit dabei. Und das sieht so aus. Hier in der Mitte wieder unser kleines Engelsgesicht, das wir auch schon vom Cover kennen. Und rundherum dann diverse Zierelemente und so Ornamente angeordnet. Oben links, beziehungsweise überall in den Ecken, nicht nur oben links, haben wir diese Totenköpfe hier. Also ist alles so ein bisschen Emoji-mäßig. Teenager Forever, die Milchflasche, dann hier diverse Ornamente, Fledermäuse, hier wieder Totenköpfe. Aber es sieht echt schön aus. Und ist eben die Frage, also eignet sich natürlich, um irgendwie auf dem Tisch oder auf irgendeiner Ablage zu liegen. Als Bandana muss ich ehrlich sagen, ist es wahrscheinlich jetzt nicht ganz so perfekt, denn bei Bandanas, das, wenn man das jetzt wirklich querfaltet, also in der Diagonale, wäre dieses Gesicht hier ja abgeschnitten, dann hätte man es irgendwie um 90 Grad anders positionieren müssen, dass das Gesicht dann irgendwie halbiert ist, aber so ist es dann doch vom Format her etwas unglücklich. Daher am besten wahrscheinlich einfach so verwenden. Jetzt würde mich noch interessieren, haben wir hier irgendwo einen, nein, keinen Hinweis, was das für Material ist oder wo das herkommt. Nicht weiter schlimm. Packen wir das mal zur Seite. Dann haben wir Patches und zwar drei Stück. Einmal diesen hier, Teenager Forever. So sieht er aus. Das ist vom Schriftzug auf jeden Fall eine sehr, sehr bekannte Marke. Ich muss jetzt so ehrlich sagen, ich komme nicht drauf. Ich bin mir nicht sicher, es ist so ähnlich wie 7up. Ich glaube, es ist irgendein Getränkehersteller, wenn nicht sogar 7up oder irgendeine Limonade. Schreibt mir das gerne mal, wenn ihr das wisst. Teenager Forever in diesem Grün-Rot. Also es kommt auf jeden Fall sehr bekannt vor. Ich glaube, ihr kennt das auch. Dann haben wir hier Teenager Forever. Das ist ganz klar Hot Wheels. In Rot und Weiß hier mit dieser Flamme zum Ende. Also Teenager Forever hier im Hot Wheels Look. Und
dann noch hier Teenager Forever in Schwarz und Gelb. Ja, also drei Patches, die man hier entsprechend dann aufbügeln oder aufnähen kann, je nachdem. Und als letzten Boxinhalt haben wir noch das hier. Das ist so ein kleines Schlüsseltäschchen, Schlüsselmäppchen. Teenager Forever, auch hier wieder aufgedruckt, gelbe Schrift auf schwarzem Untergrund. Das Ganze hat dann hier einen Reißverschluss inklusive Schlüsselanhänger. Ah, okay, ich dachte erst, der Schlüsselanhänger wäre an dem Reißverschluss dran. Das ist separat, das heißt, wir haben... Okay, jetzt dachte ich, vielleicht haben wir hier noch was drin. Nein, hier haben wir nur so einen kleinen Kunststoff-Füllmaterial. Und so sieht das dann aus. Also, von innen, man kann das sehen, braun. Und dann haben wir hier eben die Kette, die da befestigt ist, um das Ganze eben an den Schlüsselbund oder vielleicht auch irgendwie an die Gürtelschlaufe seiner Hose zu machen. Dann kann man hier diverse Sachen mit sich führen. Ja, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieses kleine Schlüsseltäschchen hier mit Teenager Forever Aufdruck. Dann diese drei Patches. Teenager Forever in drei verschiedenen Varianten. Dieses Tuch bzw. Bandana. Und natürlich das Album an sich mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Drip Set von Reezy Teenager Forever. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Reezy unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.